Was ist? Was ist mit Ihnen? Oh. Ein Glassplitter. In Ihrem Essen. Nein, das war schon besser, jetzt zu telefonieren. Hier bin ich doch ungestörter als gestern. Ja, die Hildegard ist schon im Fürstenhof. Wir haben ja immer noch keinen neuen Chefkoch. Ja, und die Jugend schläft noch. Da hast recht. Ja, ich werde die Hildegard grüßen. Und nochmal vielen Dank, Quirin. Gell? Grüß du deine Frau auch. Jawohl. Du, und hoffentlich sehen wir uns jetzt bald einmal wieder. Servus, Quirin. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, auch schon wach? Ich bin schon lange wach. Haben Sie Angst, dass die Russen kommen? Wie bitte? Ich meine nur wegen Ihrer Vorratsration. Ach so, nein, nein, ich will bloß heute mal in meinem Zimmer frühstücken. Ja, einen gesegneten Appetit haben Sie ja. Und? Ja, ich meine nur 4 Semmeln und Wurst. Ist es nicht recht? Ja, doch, natürlich. Lassen Sie es sich ruhig schmecken. Mach ich. Herr Gröbel, ich bin wirklich untröstlich. So etwas ist in meinem Hotel noch nie vorgekommen. Meinen Sie, es macht die Sache besser, dass ich der Erste bin? Nein, nein, natürlich nicht. Sieh mal bitte, holt deine Mutter. Sie ist Ärztin, Sie werden sehen. Es wird sicher alles wieder gut. Ich habe schon mal ihr anklingen lassen. Es tut mir leid, sie ist nicht da. Glasscherben hätten mich umbringen können. Das ist Ihnen doch wohl klar. Ja, aber zum Glück ist ja nichts passiert. Nichts passiert? Ich bitte Sie, es wird sich alles regeln lassen. Wollen Sie vielleicht einen Cognac? Ich lasse mich nicht mit einem Cognac abspeisen. Ich hätte tot sein können, hätte ich es nicht rechtzeitig gemerkt. Die Sache kommt zu teuer zu stehen. Es ist ja glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert. Da können Sie von Glück reden, ja. Herr Gröbel, ich bin sicher, wir finden einen Weg. Mit Sicherheit. Das ist ein gefundenes Fressen für die Presse. Naja, gut, ich meine, vielleicht können wir das ganze Problem auch etwas weniger bürokratisch lösen. Morgen, Papa. Ja, guten Morgen. Nach und nach werden alle wach. Komm, setz dich. Der Kaffee ist noch warm. Und ich habe großartige Neuigkeiten für dich. Ja? Ja. Ich habe mit Quirin telefoniert. Es ist alles geregelt. Du kannst deinen alten Job wieder haben. Na, was sagst? Du kannst sofort wieder als Restaurantleiterin auf Gut Thalheim anfangen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Was? Ich habe auf Thalheim gekündigt und ich habe dir auch gesagt, warum. Außerdem, wie kommst du eigentlich dazu, hinter meinem Rücken beim... Wieso denn hinter deinem Rücken? So läuft das nicht. Nicht mehr, dass der Papi bei seinem Spätzl anruft, ein Machtwort spricht und schon auf das kleine Hascherl wieder zurück. Ach, ich hab doch nur mit... Ich war doch praktisch schon Geschäftsführerin. Wenn ich jetzt wieder in meinen alten Job zurückgehe, das ist wie eine Degradierung. Ach, das ist doch ein Schmarrn. Jeder weiß doch, dass ich nur wieder zurück darf, weil mein Papi und der Chef früher zusammen Indianer gespielt haben. Niemand weiß das. Definitiv nein. Ach, dann ist es dir lieber, dass du ohne Arbeit dastehst, ja? Ich hab dir klipp und klar gesagt, dass ich nicht zurück will. Dass du dich da mal wieder einmischst. Was heißt denn da wieder einmischt? Die Zeiten sind vorbei, in denen ihr für mich entschieden habt. Ein für alle Mal. Wer hat diese Sauberei verbrochen? Habe ich gemacht. Dann können Sie mir hoffentlich sagen, wie die Scherben da reingekommen sind. Frau Sonnenbichler, ich habe Sie etwas gefragt. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Der Mann hätte tot sein können. Ist Ihnen das bewusst? Gestern die Sache mit André und jetzt das. Was ist los mit Ihnen? Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Uns ist doch schon seit einer Ewigkeit nichts mehr zu Bruch gegangen. Egal wie, die Sache haben Sie zu verantworten. Wegen sowas können wir uns den Laden dicht machen. Das wird Konsequenzen haben. Verlassen Sie sich drauf.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ja, das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Danke. Ah, die gute Seele des Hotels, gerade noch rechtzeitig. Tja, jetzt heißt es Abschied nehmen für mich vom Fürstenhof. Vielen Dank für alles, Herr Sonnenbichler. Und passen Sie auf Hildegard und sich auf. Ja, das mache ich. Also alles Gute. Auch weiterhin. Ihnen auch, Herr Konopka. Ach ja, und falls noch Post für mich kommt, einfach meinem Sohn geben. Ich wohne noch ein paar Tage bei Simon. Alles klar. Also dann. Ja. Hildegard. Du, es ist was ganz Furchtbares passiert. Was ist denn los? Ich hätte einen Mann umbringen können. Was denn für einen Mann? Wieso umbringen? Glassplitter im Essen. Im Rührei. Ich werde meine Stellung verlieren. Hildegard, ich verstehe immer noch nicht, wovon du sprichst. Alfons, es waren Glassplitter im Essen. Und das Rührei habe ich gemacht. Und der Gast hat es gegessen. Um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Ja. Glas im Essen? Gerade eben? Ja. Wo ist der Mann? Ich dachte vielleicht 1000 Euro. Lächerlich. Was haben Sie denn gedacht? Für 10.000 wäre ich bereit, diesen Vorfall zu vergessen. Das sollte Ihnen die Sache schon wert sein. Hören Sie mal, 10.000 Euro, das ist eine Menge Geld. Das ist ein Klacks gegen das, was es Sie kostet, wenn die Geschichte die Runde macht. Jetzt nicht! Wusste ich's doch. André, du störst! Das glaube ich nicht. Ich habe gehört, es wurde Glas in Hildegards Frühstück gefunden. Das geht dir nichts an und geht sie zu, dass es... André! Wir sind da! Können Sie das her? Was ist das denn? Ziehen Sie also immer noch diese Schweinereien durch? Sag mal, kennst du ihn? Ich weiß nicht, wie er sich momentan nennt, aber ja, wir kennen uns. Mich hat er mal mit dieser Masche um 5.000 Mark erleichtert. Ein paar meiner Kollegen auch, stimmt's? Mach den Mund auf, sonst... Ja! Geht doch. Ja, auch schon lang keiner mehr zu trinken gegeben. Was hast du mir gegeben? Wieso dir? Du hast gerade gesagt, du hast mir... Ja, vergiss es, egal. So, ich muss los. Mein erster offizieller Geschäftstermin. Aufgeregt? Nein. Merkt man's? Ach, Quatsch. Das wird schon schief gehen. Toi, toi, toi. Und? Super. Guten Morgen. Guten Morgen. Immer ist etwas anderes wichtiger. Geduld heißt hier das Zauberwort. So ein kleines Pflänzchen wächst auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn man es regelmäßig gießt, irgendwann blüht es auf.